Ich untersuche Symmetrien von Räumen, Symmetrien von algebraischen Objekten. Ich versuche sie dadurch zu klassifizieren und auch insbesondere in Bezug zueinander zu bringen. Ein Forschungsproblem, was ich im Moment sehr stark verfolge, ist die Frage, wenn wir jetzt Flächen und höherdimensionale Flächen haben im Raum, kann man die irgendwie beschreiben und klassifizieren und die Interaktion zwischen denen klar machen. Und ein großes Ziel ist sozusagen ein algebraisches Modell dafür zu konstruieren. Das ist so eine sogenannte topologische Quantenfeldtheorie, die eben genau diese Interaktion beschreibt. Sie kennen solche Wortdualitäten wie groß, klein, dick, dünn. Und das kann man sozusagen abstrakter machen in der Mathematik. Also man kann das Komplement nehmen und abstrakter sagen, zwei Paare gehören zusammen und haben bestimmte Eigenschaften. Es gibt da berühmte Dualitäten wie Poincaré-Dualität, Kossuth-Dualität oder Langlands-Dualität, die sehr berühmt ist, die wir eben versuchen zu verstehen und zu konstruieren. Ich selber mache reine Mathematik. Also das ist insbesondere wirklich Grundlagenforschungsmathematik. Wir sind weit weg von konkreten Anwendungen. Ich würde sagen, unsere Theorien, die jetzt entwickelt werden, haben irgendwann mal Anwendungen, aber wie lange das geht, ist nicht klar. Also die Resultate, die ich etwa vor 10 Jahren erreicht habe, in Varianten von Knoten zum Beispiel, kann man wirklich in der DNA-Analyse schon anwenden.